Hallo meine Foxies, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Es ist jetzt gerade abends bei mir und ich hatte eigentlich gar nicht mehr vor, ein Video zu drehen. Ich wollte mich eigentlich schon abschminken und wollte mich hinschillen. Ich habe jetzt auch schon meinen Onesie an. Schaut mal, der ist voll süß. Den habe ich mir spontan einfach mitgenommen, weil ich hatte irgendwie jetzt keinen Onesie. Und meine Schwester und meine Mama, die haben mich damit irgendwie angesteckt und deshalb wollte ich unbedingt auch einen Onesie haben. Und jetzt habe ich einen, jetzt bin ich voll glücklich, weil der so kuschelig ist. Das einzige Problem bei so einem Onesie ist, wenn man auf Toilette geht, dann muss man sich ja irgendwie zur Hälfte ausziehen. Das ist ein bisschen blöd. Habt ihr da irgendeine Lösung dafür? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder das ist echt ein Onesie-Problem irgendwie. Ja, okay, jetzt schweife ich schon wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall habe ich gestern auf Instagram gesehen, dass eine Frau mit einem Lippenstift ein Bild gemalt hat. Also so auf der Leinwand. Also ein richtig geiles Bild. Und ich dachte mir, okay, das kriege ich so nicht hin, also so toll, wie sie es gemacht hat und so schön. Aber ich habe gedacht, ich will das unbedingt auch mal ausprobieren, weil das sah irgendwie nach Spaß aus. Und deshalb dachte ich, wieso nicht einfach so eine kleine Challenge draus machen. Und ja, das mache ich heute. Und ihr seht, ich habe mich dann hier schon vorbereitet. Ich habe hier so ein paar Lippenstifte. Falls ihr irgendwie das Knarksen hört, das ist mein Stuhl. Ich weiß nicht, warum der so knarkt. Wahrscheinlich, weil ich zu schwer bin. Nein, Spaß. Also, ich habe hier so ein paar Lippenstifte. Die sind jetzt ein bisschen älter und ich fand jetzt auch nicht so schlimm, wenn die jetzt leer gehen. Deshalb habe ich gedacht, benutze ich diese Lippenstifte. Das sind so Rot-Pink-Peach-Töne irgendwie. Und ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein cooles Farbschema. Ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal. Also, ich mache jetzt einfach mal die erste Farbe drauf. Ich fange jetzt einfach mal mit der dunkelsten an. Wird jetzt was. So, das ist jetzt mal die erste Schicht. Ich habe bestimmt am Ende die ganzen Zähne voller Lippenstift, aber ist ja egal. Okay, fangen wir einfach mal mit den Lippen an. Oh mein Gott, mein erster Kuss! Okay, okay, also ich kann das jetzt ein bisschen aufbrauchen. Okay, ja, also das sieht noch nicht so toll aus. Ich mache jetzt einfach so eine Tupftechnik. Nächste Schicht. Ey, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da meine Nase ist jetzt auch rot. Das muss besser werden. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt einfach mal eine Abstimmung. Hättet ihr Lust, das auch mal auszuprobieren zu Hause? Okay, weiter geht's. Also so sieht das jetzt schon mal aus. Nice. Erkennt ihr schon was? Also es wird definitiv nicht so toll aussehen wie bei der Frau. Kärntner Straße. Das sind immer sehr komische Namen, wie ich finde. Ich küsse den Lippenstift jetzt einfach mal auf. Machen wir einfach ein bisschen Blush noch. Das sieht bestimmt ganz schön dämlich aus, oder? Das ist jetzt so ein etwas bärigerer Ton. Den machen wir mal da oben hin. Sehr interessant. Okay, das sieht bis jetzt noch nach nichts aus. Sieht ein bisschen komisch aus. Egal, wir machen jetzt einfach mal weiter. Aber es hat irgendwie was. Es hat irgendwie so einen coolen Effekt irgendwie. Bei der Frau sah das irgendwie so leicht aus. Okay, nehmen wir jetzt einfach mal noch einen anderen Lippenstift. Der heißt Copacabana und es ist so ein ganz peachiger Ton. Ui, das ist jetzt aber ein bisschen zu arg. Okay, ich nehme jetzt wieder den dunklen und versuche die Augenbrauen zu machen. Wünscht mir Glück. Ich mache jetzt erstmal nur die Unterlippe. Es funktioniert. Ist es eigentlich cheaten, wenn ich jetzt nur mit Unterlippe male? Es wird doch, es wird. Mit
wird schon werden, Leute. Wir kriegen das hin. Ich schicke meinem Freund jetzt mal ein Selfie. Oh ja, mit 10 wirkt das richtig gut. Ich habe gedacht, ich grüße heute jetzt einfach mal jemanden aus Instagram. Und heute grüße ich Vanessa Mai Annalena. Wenn du geschrieben hast, du wirst nie gegrüßt, sorry, dass ich immer nur einen grüße. Jeder von euch kommt vielleicht irgendwann mal dran. Glaubt daran und schreibt einfach immer fleißig rein, ich will gegrüßt werden und so. Und dann werdet ihr wahrscheinlich irgendwann mal gegrüßt. Und ich sehe total bescheuert aus. Ich male jetzt einfach mal weiter. Kommen wir mal zu den Wimpern. Ich habe jetzt ihr so geschlossene Augen gemalt, weil ich dachte, das ist vielleicht doch ein bisschen einfacher dann. Aber da kann ich jetzt erstmal einen dicken, fetten Kussmund drauf machen. Also mache ich erstmal alle. Also meine Lippen. Wow. Das ist jetzt mein fetter Schmatzer. Ich würde sagen, das sieht schon so ein bisschen aus wie so eine Wimper. War nicht letztens erst Tag der Singles? Wäre doch eigentlich eine coole Idee für den Tag gewesen. Wenn du niemanden zum Küssen hast, dann küss doch einfach deine Leinwand und mache ein Kunstwerk draus. Das ist ganz schön anstrengend. Könnt ihr schon was erkennen? Hoffentlich, ey. Okay. Oh, jetzt kommt ein schwieriger Part. Ich versuche mal die Nasenlöcher hinzubekommen. Okay, es ist ein bisschen zu weit oben. Das ist jetzt voll das Riesennasenloch geworden. Man muss das andere einfach auch ein bisschen größer machen. Naja. Oh Gott, wie ich aussehe. Ah, egal. Für die Kunst. Für die Kunst, Leute. Das ist wieder dieser komische, bärige Ton. So. Damit versuchen wir jetzt irgendwie die Kontur von der Nase zu machen. Also ich muss sagen, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also es geht sogar. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall schon mal aus wie eine Frau. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen leer. Man muss das ganze Bild jetzt noch ein bisschen ausfüllen. Also ich hätte sogar einen kleinen Tipp für euch, falls ihr das nachmachen wollt. Wenn man so ein bisschen schmatzt, dann kriegt man das irgendwie ein bisschen flacher und dicker hin. Also das habe ich jetzt hier gemacht. Das hört sich zwar total komisch an, aber... Das ist auf jeden Fall eine Technik. Also ich muss sagen, es macht richtig Spaß, vor allem wenn ich das so von nahem sehe, sieht es irgendwie komisch aus, aber von weitem hat es tatsächlich eine Wirkung. Oh, jetzt ist mein Lippenstift abgebrochen. Oh. Oh, jetzt kann ich den gar nicht mehr drauf machen. Das muss gehen, Leute. Das muss. Ich drehe das Ding jetzt einfach mal um. Ich soll besser drankommen. Das ist jetzt mal so ein ganz pinker Lippenstift. Ich probiere es einfach mal aus. Ich weiß nicht, wie der jetzt da auf diesem Gemälde wirkt. Also ich muss ehrlich sagen, mir wird ein bisschen schwindelig bei der ganzen Klumpscherei. Ich weiß nicht, ob das an dem Geruch von dieser Leinwand liegt, aber irgendwie ist mir ganz schwindelig geworden. Egal, ich mache das jetzt auf jeden Fall noch fertig. Sagen, das sieht definitiv aus wie ein Mensch. Und mir ist jetzt total schwindelig und schlecht. Also, falls ihr nicht wollt, dass euch schlecht wird, dann macht es vielleicht lieber nicht nach. Ich weiß auch nicht. Also, ich finde, das sieht auf jeden Fall trotzdem ganz gut aus, dafür, dass es jetzt mit meinen Lippen gemacht wurde. Und wie findet ihr es so? Schreibt sie mal in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr findet, dass ich total bescheuert aussehe. So. Und allgemein gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich hab mich lieb.